Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth in der God Mode. Letztes Mal haben wir gespielt mit Arak, weil wir mit ihm noch nicht das Herz besiegt hatten. Diesmal haben wir es besiegt und wir haben Budget freigeschalten. Die werden wir heute spielen, denn eigentlich wollte ich eine Challenge machen, aber wir haben die vierte noch nicht und ich habe nachgeguckt, wie man die vierte Challenge freischaltet und dafür muss man erstmal Idlifs freischalten. Und da wir, glaube ich, noch einmal das Herz besiegen müssen, damit wir Idlifs freigeschalten haben, spielen wir dementsprechend jetzt nochmal mit einem Charakter, mit dem wir das Herz noch nicht besiegt haben. Das ist halt Bridget. Und aus diesem Grund spielen wir jetzt Bridget. Are you sure you want me to die? Yes, ich möchte dich... Oha! Ich möchte dich töten. Ja, Bridget ist eigentlich Magdalene. Aber in der God-Mode ist es anscheinend ein Punk. Ja, gut. Finde ich eigentlich ganz cool. Wir haben auf jeden Fall dieses Herz auf der Stirn, also BFS haben wir. Best Friends Forever. Dann haben wir noch das Herz da oben, das uns halt ein rotes Herz immer gibt, wenn wir es aufessen. Und mehr haben wir gar nicht. Schöne Sache. Wir haben auf jeden Fall 2 Schaden von Anfang an und halt mehr Leben als alle anderen Charaktere. Sogar 5 Stück statt nur 4. In dem normalen Isaac hat ja Magdalene nur 4 Herzen. Hier hat sie sogar 5. Das ist doch auch was ganz Tolles. Und jetzt schauen wir einfach mal, wie wir hier zurechtkommen mit Magdalene. Eigentlich im normalen Isaac ist Magdalene ja ein bisschen langsamer als alle anderen. Und aus dem Grund kann ich die auch gar nicht mal so gut. Aber mal schauen, das ist ja nicht das normale Isaac, sondern die God Mode. Von daher, hier ist alles anders. Alles anders. Oha. Tun es sich eigentlich gegenseitig weh oder ist das nur... Ist das nur einer? War das nicht eben noch 2? Oha, da wollte er uns angreifen und uns töten. Aber das lassen wir nicht zu. Oha. Oh nein, und wir haben Curse of the Lost, oder wie? Nee, Curse of the Blind heißt das. Okay. Okay, was haben wir hier? Pops, what an head. Ja. Könnte eventuell sogar besser sein als das Herzchen. Von daher, was haben wir hier? Was? Oh, cool. Wir haben ein Trinket gefunden. Das Beste, das es gibt. Jetzt ist in fast jedem Scheißhaufen einfach Münzen drin oder irgendwas halt. Aber das ist nett. Okay, dann fahren wir jetzt hier ein bisschen Scheißhaufen. Das ist doch immer schön. Oh, wie viel Geld da drin ist. Sehr schön. So. Komm her. Oha. Nicht mich treffen. Geh mal weg. Da war nichts drin. Ist hier noch irgendwo ein Scheißhaufen? Da ist noch einer. Sehr schön. Okay, wir haben zumindest recht viel Geld bekommen. Ist eigentlich ganz schön. Da haben wir den goldenen Raum. Jetzt schauen wir auf jeden Fall auch mal rein. Mit 2 of Spades und Holy Mantle. Oha. Und Poison Touch. Aber der Holy Mantle ist natürlich geil. Das heißt, wir können jetzt einfach gegen die Gegner gegenlaufen. Und uns das Ding hier holen, ohne Leben zu verlieren. Zählt das jetzt nochmal? Tatsache. Gut, dann setze ich kurz 2 of Spades ein. Und dann verliere ich nochmal keine Leben. Haha. Holy Mantle ist schon geil. Und der sieht viel besser aus in dieser Mod. Das ist ja auch cool. Holy Mantle, einfach mal so gefunden in der ersten Ebene. Pam, pam, pam. Oh nein, jetzt habe ich Verleben verloren. Nee, und jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Ist er denn? Schade. Au, hätte ja sein können. Aber wir sehen ganz schön cool aus, muss man ja mal sagen. Ich mag so ein bisschen Punk-Style. Da ist ein blauer Stein, das heißt, das machen wir einfach mal. Geilo. Wie auch genau nur dieser blaue Stein in die Luft gesprungen ist. Gefegt. So. Was? Du hast was gegen meine Mutti gesagt? Nur weil ich mein Herz auf der Stirn hab? Dafür wirst du sterben. So. Okay. Jetzt kriegen wir da Schönes. Okay, ein Schlüssel. Wir haben auch genug Geld. Das heißt, wir werden auf jeden Fall mal hier in den Shop reingucken. Kriegen noch einen Schlüssel. Wir könnten wieder ein bisschen Geld spenden oder das Item mitnehmen. Wir nehmen mal das Item mit. Speed und Range Up. Sehr schön. Den Rest spenden wir einfach mal. Schade. 175 ist das jetzt. Und das blaue Herz haben wir auch mit. So. Okay, cool. So ein kleines Speed-Up ist schon nett. Oh nein. Unser Punk sieht nicht mehr so nett aus wie eben. Was ist hier los? Punks sind doch eigentlich voll nett. So. Ich weiß auch nicht. Ich mag solche Haare. Ich hätte auch gern solche Haare. Nein, eigentlich nicht. Aber ich habe nichts gegen solche Haare. Ich finde das ganz schön cool. Oh, nee. Warum ist der Dingel eigentlich so klein? Der ist kleiner als sonst.
Könnt ihr mir nicht erzählen? Der ist kleiner. Der ist locker nur halb so groß. So. Ey, nicht schießen. Ich habe mein Holy Mantle schon verloren. Das ist unfair, wenn du mich triffst. Dann würde ich nämlich ein Leben verlieren. Gut, dass der mit seinen Tränen die Scheißhaufen nicht ausmachen kann. Nicht kaputt machen kann. So, und tot. Gut, 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 gut. Was kriegen wir hier? Schön, ich sehe die Box. Danke für die Box, die Box. The Fool, okay. Was kann man hier noch Schönes? Okay, ja, kann man machen. Muss man nicht, aber kann man. Und The Fool ist eigentlich ganz cool. Egal. Egal, lassen wir mal da. Dafür haben wir das Sun. Können wir einsetzen und dann können wir die ganze Ebene sehen. Ich glaube, das ist besser. Deckt das Sun nicht sogar... Ja, die Geheimräume auf. Und welche haben wir hier? Oh. Oho, oho. Das will ich haben. Gib mir das. Gib mir das jetzt her hier. Danke. So. Oh, wie geil. Warte, das war doch das? Genau, cool. Wir kriegen keinen Schaden durch Explosionen. Und wir haben den Dice einfach. Den D6. Aber geil. Das ist natürlich mehr als nett. Oh nein, das bleibt jetzt aber nicht die ganze Ebene, oder? Das hatten wir schon mal. Ich weiß allerdings nicht, ob das jetzt die ganze Ebene so ist. Oder haben wir jetzt... Doch, wir haben Curse of the Darkness. Okay, der Knopf hat einfach Curse of the Darkness ausgelöst. Ist jetzt nicht ganz so nett, aber okay. So. Was wir jetzt nur noch bräuchten, ist ein bisschen Schaden. Und dann bin ich schon recht zufrieden mit dem, was wir hier so bekommen haben. Glaube ich mal, ja doch. Und der Dice braucht nur 3 Aufladungen. Das ist natürlich auch sehr schön. Dann können wir also richtig oft rerollen in dieser Ebene. Oha. So, ich habe hier Schönes. Eine Pile. Was ist das da oben? Okay. Noch eine Butterfly, die sogar noch größer ist wegen unserem BFF. Alle Begleiter, die wir bekommen, genau das habe ich noch gar nicht erzählt, werden größer. Weil wir dieses nette Item haben. So, wir haben auf jeden Fall genug Bomben. Wir haben ja eben 5 bekommen. Dank Pyromaniac-Dingsbums-Kirchen. Okay, sehr geil. Die Maske können wir mitnehmen. Die reroll ich auch mal nicht. Und dann sollten wir irgendwie mal recht schnell in die goldenen Raum gehen. Und eventuell versuchen wir da zweimal zu rerollen. Wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Oder wir gehen in den Devil Room zweimal rein. Aber nee, geht ja gar nicht. Geht ja gar nicht. Wir haben nicht den Goat Head. Oh. So. Was haben wir denn hier Schönes? Jo. Nehme ich mit, wenn ich genug Geld hätte. Jetzt habe ich genug Geld. Was haben wir sonst so? Nix. Okay. Ein Augenblick. Wir nehmen das mit. Weil wir dann irgendwann fliegen können, auf jeden Fall. So, wir haben jetzt... 3 Fliegen, unser erstes Fliegen-Item. Dann können wir das einmal mitnehmen, einmal einsetzen, um die Bombe zu bekommen. Und es wie wollen. Pietschi, sehr geil. Können wir uns auch noch die Pille hier leisten. Leisten. Bombsack-Key. Okay. Aber die Pillen sind jetzt wenigstens alle nicht mehr schlecht. Beziehungsweise, ja, ja, genau. Nicht mehr schlecht. Sind nicht immer gut, aber sind auf jeden Fall nicht schlecht. So. Wissen wir denn auch, wo der Supergeheimraum ist? Nee. Aha, The Sun deckt also nur den normalen Geheimraum auf. Okay. Ja gut, okay, ja, kann man machen. So, war noch irgendwas im Shop? Ich glaube nicht, nee. Ah, dieses Pillending wäre eigentlich gar nicht so schlecht. Aber dafür haben wir nicht gut Geld. Und wir brauchen auf jeden Fall Damage. Wenn wir jetzt hier in den Devil Deal kommen sollten, was ich einfach mal denke, und da kein Damage-Up drin ist, dann werden wir da höchstwahrscheinlich rerollen. So. Warte, da kannst du ja gar nichts anhaben. Hm. Und wir haben auch noch Poison Touch. Das heißt, wir können einfach gegen die Gegner gegenlaufen, oder? Warte. Ah, die sterben schon wegen unseren Fliegen. Oh Gott. Oh, nein, du bist nervig. Du stirbst als erstes. Danke. Und unsere Fliegen sollten eigentlich recht viel abfangen. Das sieht man ja jetzt schon. Ich wäre schon so oft getroffen worden. Aber weil wir 3 Fliegen haben, die auch noch richtig groß sind... Ist das schon fast unmöglich, dass wir getroffen werden. Ist ja denn irgendwas stampft auf uns rauf. Ich muss mich gar nicht bewegen. Warte, ein Stampfer kann uns aber auch nichts anhaben, weil wir Pyromaniac haben. Oh, okay, eine Bombe macht aber richtig viel Schaden.
Oh, da bin ich gegen ihn gelaufen. Oh nein. Unser Holy Mantle ist weg. So wie jetzt zu tun, Uni. Vielleicht einfach Monstro besiegen. So. Ich finde es richtig blöd, dass Monstro hier viel mehr Leben hat als im normalen Eisereck. Dauert alles viel zu lang. Aber ich. Oh. Will jetzt ehrlich gesagt auch keine Bomben dafür einsetzen. Nicht noch mehr. So. Komm, gib mir den Devil Deal. Gib ihn mir, danke. Nochmal Luck up, ist auch sehr schön. Kann man immer mal mitnehmen. Und wir kriegen die Kohle, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Gimpy ist eigentlich auch gut. Nehmen wir auch mit und den Rest. Wie wollen wir mal? Wir wollen nochmal. Nochmal. So, da wäre ein Gabi-Item. Das erste allerdings. Wir wollen es nochmal. Ah, das ist schon ganz nett. So eine Fliege ist eigentlich nett. Lieber mit und Rio nochmal für das Brimston-Baby. Nee. Okay. Haben wir aber eigentlich gut genutzt. Zwar kein Damage ab, aber immerhin eine Fliege. Und der sollte sogar große Fliegen spucken, oder? Ist die größer als normal? Nee, ich glaube nicht. Egal. Na, vielleicht irgendwo ein Gabi-Item drin. Puberty, okay, geil. Und 48 Energie ist natürlich auch gut. Doch. Ja, doch, ein bisschen stärker sind wir geworden. Wegen der Kohle. Aber ob man das jetzt so doll bemerkt, weiß ich nicht. Wahrscheinlich eher weniger. So ein Pentagramm wären wir auf jeden Fall lieber gewesen. Oder ein The Pact oder sowas. Na toll. Haha, ich habe euren Maden gepoison-touched. Was wollt ihr tun? Was wollt ihr tun? Ihr könnt nichts tun. Irgendwie dauert das hier ganz schön lang. Ah, egal. So geht's ein bisschen schneller. Ah, guck mal, wie wir grinsen. Oh, wir sind richtig glücklich. Hä, was haben wir denn aufgesagt? Ach nein, haben wir diese weiße Spritze im Arm, oder was? Möglich? Auf jeden Fall sind wir richtig happy. Wir sind richtig happy. Ja, wir sind ein happy Wrestler-Punk-Typi. Das sind wir. Bridget. Nee, wie heißen wir? Bridget? Sind wir Bridget? Ich hab keine Ahnung. Bitte nicht wehtun, danke. Oh Gott, nein, so ein Raum. Okay, wir müssen die Gegner schnell töten, bevor sie sich da wieder festbacken. Sonst. Oh nein, jetzt sind die ja alle drin. Oh nein. Okay, egal. Rein da. Alle Poison touchen. So. Das lief so. Ah, hier lebt immer noch irgendwas. Oh Gott. Stirb! Okay, dass wir da eben nicht getroffen wurden, wundert mich ein bisschen. Freeze Effect können wir mitnehmen. Auf jeden Fall. Ach nee. Hä, schießen wir. War das nicht dieser Freeze Effect? Oh, wir können fliegen. Sehr schön. Das Wii wollen wir mal. Können wir einmal einsetzen zumindest. Naja, gut. Hä, wir laufen immer noch? Wir laufen halt immer noch. Okay, eigentlich können wir fliegen, aber wir laufen trotzdem. Was auch immer. So. Hä? Toll. Wir sind zu groß für diesen Strick. Wir können uns einfach nicht selber erhängen. Wir laufen einfach mit dem Strick umher. Und ich frage mich, wir haben auf jeden Fall rote Augen. Aber wir, ach doch, wir schießen nach hinten. Das sieht man nur so schlecht, weil unsere Tränen so sau dunkel sind. Okay. Dann hätte ich das aber nicht mitgenommen. Dann hätte ich das auf jeden Fall gerewollt. Naja, hätte ich das mal gewusst. Aber wir können fliegen, naja. Gut. Sehr merkwürdiger ran. Aber wenn wir dann eine Clips freischalten, dann ist ja alles gut. So. Wir können auf jeden Fall auch nochmal in den Shop reingucken. Wir haben jetzt wieder genug Geld. Obwohl wir da wahrscheinlich gar nicht reingucken müssten. Aber wir tun es einfach mal trotzdem. Challenge up. Nehmen wir mal mit. Damit das hier mal ein bisschen schwerer wird. Kann ja wohl nicht sein. Heute Abend ist übrigens Eurovision Song Contest. Guckt das einer von euch? Eurovision Song Contest.
Schalalalala. Ich muss ehrlich sagen, also ich werde es wahrscheinlich gucken. Aber nicht ganz wahrscheinlich. Und ich habe bisher noch kein einziges Lied von den ganzen Liedern, die da vorgespielt werden, gehört. Noch gar keins. Kein Plan. Ich habe auch erst heute erfahren, dass das heute ist. Oh, egal, ne? Ist ja egal. Aber ich werde es auf jeden Fall, glaube ich, gucken. In den letzten Jahren war ja irgendwie immer Russland voll cool. Macht Russland da überhaupt mit? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. I got a lipstick on, here I come, da da da. Doch, ich glaube, nach Russland da mit. Eurovision. Eurovision. Also nur Europa, da macht Russland da gar nicht mit, oder? Jetzt bin ich verwirrt, keine Ahnung. Aber irgendwas in der Nähe von Russland, irgend sowas? Ach, keine Ahnung. Ich war schlecht in Erdkunde. Aber richtig schlecht. Kann aber auch an meinem Lehrer gelegen haben. So, egal, wir gehen mal zu was und kriegen unseren ersten Cube of Meat auf jeden Fall. Das ist ja auch nichts Schlechtes. Die können wir auf jeden Fall gut töten. Ohne, dass sie uns nervig werden. So. Guck mal, da macht er sogar auf für uns. Und wir haben einen schönen Double Shot. Das heißt, wir machen auf jeden Fall doppelten Schaden. Wenn denn beide Dinger treffen. Und diese Frösche nerven mich gerade ein wenig. Über diese Frösche überall. Ja, komm, wir haben genug Bomben. Wir haben genug Bomben, um sie zu verschwenden, damit das ja nichts trifft. Die könnten ja wehtun. Deswegen... Lol, da war ein blauer Stein. Okay. Deswegen setze ich die ganzen Bomben gerade ein bisschen dumm. Weil die tun ja sonst noch weh. Und wenn wir damit Leute verletzen würden, dann wären wir einfach nur ein Terrorist. Und das wollen wir ja nicht. So. Dann sterb mal schön. Sterb mal schön. Hallo? Hallo, du hast gar keine Leben mehr, danke. Hätte man den rewollen können? Den Cube of Meat? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht und wir haben keinen Devil Deal bekommen. Das finde ich ein bisschen traurig. Ein bisschen sehr traurig, aber dafür haben wir viele Leben. Und sehen voll aus wie ein Nerd. Was sind wir für ein Punk? Wir sind einfach so ein Hipster-Punk. Okay, was auch immer. Jeder wie er will. Oh, und wir haben riesigen. Wir haben einen riesigen Cube of Meat. Mit dem können wir auf jeden Fall auch gut Schaden machen. Los, Cube of Meat. Attacke. 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 Sehr gut. Was? Der ist doch schon tot. Hallo? Okay, das hat mich verwirrt. Was haben wir da? Blaues Herz. Oh, ups. Und da? Ein Item vielleicht? Nö. Zack. Wisst ihr was? Das Teil, das da eben war, das wäre gar nicht mal so schlecht gewesen. Weil wir Pyromaniac haben. Wir hätten uns die ganze Zeit selber in die Luft sprengen können und hätten keine Leben verloren. Ah! Warum habe ich es nicht mitgenommen? Ich hoffe, wir kriegen das nochmal. Das wäre bestimmt richtig geil. Dann hätte ich einfach das die ganze Zeit einsetzen können. Hätte die Gegner getötet und hätte mich immer wieder geheilt. Hey, wir hätten gerade eine OP-Kombo gehabt. Und ich Reward für den scheiß Virtual. Ich glaub's da nicht. Oha. Dumm Dizzy. Dumm Dizzy. Aber richtig. Ah, wieder nicht nachgedacht. Ich mit meinem Hamster hören. Sind Hamster eigentlich schlau? Die sind bestimmt richtig schlau. Wahrscheinlich auf jeden Fall schlauer als ich. So. Da. Stirb. Stirb. Finde ich gerade ein bisschen blöd, dass wir nicht durch die ganzen Steine durchschießen können. Das wäre auch noch was wir irgendwie bräuchten. So scary sein oder so. Scary. Scary scory. Scary scary. Etwas. Die Bibel. So, so, so. Nö. Die Leiter. So, so, so. Nö. Aha, das Sparschwein. Das nehmen wir mal mit. Und die Batterie. Nicht. Brauchen wir nicht. Na, hast du auch Angst vor meinem Cube of Meat? Nein? Okay. Sehr nett von dir. Aha, du hast dich verwandelt. Du bist also ein Verwandler. Ein Morpher, wollte ich eigentlich sagen.
Jemand, der sich verwandelt, ist ein Verwandler. Ach was, nein, echt? Krass. Dizzy, du bist ganz schön schlau. Wieder nur eine Münze. Wieso kriegen wir denn die ganze Zeit nur Münzen? Ich brauche keine Münzen. Ich habe genug Geld. Oder auch nicht. Okay, gib mir noch mehr Münzen. 15 Münzen immer dabei zu haben, ist ja nicht so schlecht. So, wollen wir den mal mit dem Cube of Meat töten? Ich habe aber in Erinnerung, dass das irgendwie richtig schwer war, den mit dem Cube of Meat zu treffen. Mach's mal trotzdem. Vielleicht klappt das ja irgendwie. Oh. Funktioniert das? Ich habe keine Ahnung. Ja, ja, hier. Nimm ein Cube of Meat. Nimm ihn. Nimm ihn. Er ist gut für dich. Okay. Hier ist ab. Und wieder kein Devil Deal. Gut, dass wir schon stark genug sind. Von daher, wir brauchen die gar nicht. Haben wir nicht nötig. Ist das jetzt... Ne, ist immer noch nicht die Marm-Ebene. Okay. Okay, okay. Wie lange brauchen wir? 19 Minuten schon. Oha. Haben wir wieder rumgetrödelt am Anfang, hä? Sehr interessant. Mann, ärgert mich aber gerade, dass ich das eine Ding da nicht mitgenommen habe. Dieses Kamikaze-Ding. So, was haben wir hier? Ewoods Passage. Okay, beschleunigen wir ein bisschen diese Ebene. Go, go. Wir sind eh schon stark genug. Nix und niemand kann uns aufhalten. Nicht mal dieser Raum hier. Plup, plup, plup. Wir hätten zwar nochmal in den goldenen Raum reingucken sollen, bevor wir hier weitergehen, aber... Oh. Gut, wir kriegen dadurch eh keinen Schaden. Weil Explosion und Stampfer können uns nichts anhaben. Ist schon ganz schön OP, das Item irgendwie. Ganz schön dull. Ist aber auch ein Special-Item, also so oft kriegt man das ja gar nicht. Okay, du bist ein Speedy. Speedy-Rollgedärm. So der Name. Wieso schießen wir eigentlich nicht nach hinten, diese zwei Schüsse? Finde ich gerade ein bisschen doof. Wir haben hinten nicht mal ein Auge. Oder doch, aber es ist zu. Oder? Hä? Von der Seite ist es offen, aber sonst... Au. Ah, von hinten nicht. Ah, brauche ich alles nicht. Wo ist der Bus? Ich will zum Bus. Ja, also sieht auf jeden Fall gut aus, dass wir zumindest einen Windswake von 4 bekommen werden. Spricht auf jeden Fall alles dafür. Und das wäre schon mal schön, weil unser... Oh. Unser Rekord liegt, glaube ich, auch erst bei 4. Das heißt, mit dem nächsten, wenn wir dann beim nächsten Mal nicht verlieren, haben wir einen neuen Windstrake-Rekord. GG. Voll gut und so, bestimmt. Ach, Moment. Der Stampfer kann uns gar nichts anhaben. Das heißt, wir können es einfach in die Mitte stellen. Sie ein bisschen vergiften. Und eventuell sogar noch Schaden mit unserem Cube of Meat machen. Ach, das tut uns doch weh, oder wie? Moment, was? Das zählt nicht als Stampfer. Okay, gut. Gut zu wissen. Danke. Endlich das Pentagramm. Wurde auch Zeit. Und wieso kann man den Devil Deal so ein Schlüsselstück finden? Weiß ich auch nicht. Ja, nicht merkwürdig. Eigentlich ein bisschen sehr merkwürdig. Wir haben ganz schön viele Leben da verloren, aber... Pff.
So. Dann stirbst du auch nochmal. Dankeschön. Im Notfall haben wir immer noch Virgo. So. Du auch noch weg. Kein Problem. Ja, ist jetzt halt ein bisschen langweilig, dieser Run, weil wir von Anfang an den Holy Mantle gefunden hatten. Und wenn man den Holy Mantle halt schon so früh bekommt und trotzdem noch stark genug ist, dann kommt so ein Run dabei raus. Und dann hatten wir halt auch noch BFF. Ja, ja. Und halt noch den Dice, der uns auch nochmal viel stärker gemacht hat. Eigentlich so ein bisschen lächerlich. Okay, das ist mir hier zu blöd. Ich hau ab. Tschüss. Oh, ich hau trotzdem ab. Ich hau ab, habe ich gesagt. Geht das nicht? Doch. Wenn man nicht zu doof dazu ist, so eine Bombe richtig hinzusetzen, dann geht das auch. Na, bist du endlich gewachsen? Das ist sehr schön. Lack ab! Nehme ich gerne mit. Was kriegen wir denn hier? Oh, was? 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 Wir haben zwei Holy Mantle? Hä? Okay, was auch immer. Wir haben zwei Holy Mantle, Leute. Oder war das andere was anderes? Zählt das denn jetzt auch? Können wir zweimal getroffen werden? Ich glaube nicht. Au, nein. Okay, wir haben aber zwei Holy Mantle. Ist nice. Und wir haben noch ein zweites Leben. Okay. Okay. Bob's Brain wäre sogar gar nicht mal so schlecht gewesen, weil wir halt wieder dieses Pyromaniac haben. Aber gut, ich nehme halt diese ganzen Bombendinger gerade irgendwie nicht mit. Frag mich nicht, wieso. Und da waren drei Herzen drin, das ist sehr schön. Teratoma, so, 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 so. Sollte an sich recht schnell sterben. Glaube ich. Eigentlich. Also laut meinen Berechnungen schon. Okay, letzte Ebene. Dann sollten wir eigentlich Atlas freischalten und das Blue Baby. Ja, ich glaube das Blue Baby auch. Und die vierte Challenge, für die ich das ja eigentlich gerade mache. Das klappt auch hoffentlich. Auf jeden Fall haben wir genug Leben. Und selbst wenn wir sterben, dann haben wir noch ein zweites Leben, wo auch immer wir das her haben. Warum haben wir ein zweites Leben? Ist das denn ein sicheres Leben? Keine Ahnung. Keine Ahnung, du. Keine Ahnung. Ich gehe dann mal. Oh, hier ist falsch. Okay, der stirbt irgendwie recht schnell. Oder auch nicht. Na, komm, gib mir was. Gib mir mein Schutzschild. Wieso kriege ich mein Schutzschild nicht? Uncool. Oh nein, so verliere ich viel zu viele Leben ohne Schutzschild. Hätten wir mal das Polaroid, das wir noch nicht haben können. Aber hätten wir das mal gehabt. Ja. Oha, okay. Einfach so richtig viele Herzen. Ja gut, sind wir wieder voll. War ich auch rüber. Was haben wir da eigentlich auf dem Kopf? Das sieht ja so strange aus. Oh. Dieses Weiße, was soll das sein? Hm. Wir haben uns einfach in Sahne gewälzt oder so. In weißer Schokolade haben wir uns gewälzt. Ja, ja, das muss auch mal sein, damit man sich als Kind fühlt. Einfach mal in weißer Schokolade wälzen. Ja, hab ich früher auch gemacht. Ihr nicht, oder was? Habt ihr euch nie in weißer Schokolade gewälzt? Oha. Was hattet ihr denn da für eine Kindheit?
Dann hattet ihr keine Kindheit, wenn ihr euch niemals in weiße Schokolade gewälzt habt. Au. Au. Au, das tut weh. Hallo, das tut weh. Au. Ich hab denen gesagt, dass es weh tut und er hat nicht aufgehört. Was ist denn los mit dem? Was ist denn los mit den ganzen Gegnern hier? Sind alle so aggressiv. Kommt mal ein bisschen runter. Hört mal chillige Musik und kommt ein bisschen runter. Und dann ist alles gut. Guck mal, der ging auch voll ab. Also irgendwie sind die ganzen Gegner hier ein bisschen im Stress. Kann das sein? Sind alle ein bisschen stressiger als sonst. Dabei ist heute Samstag und verlängertes Wochenende. So, okay, letzter Boss schon. Sollten wir eigentlich hinbekommen. Oh nein, oh Gott, wir verlieren Leben. Diese Dinger an den Seiten nerven. Oh, wir haben Schild, okay. Können wir einfach reinlaufen. Hä, ich krieg keinen Schaden dadurch? Man kann sich an Mutters Herz reiben, ohne Schaden zu bekommen. Das ist ja auch sehr interessant. Hä? Man kann sich daran einfach reiben. Oh ja, Herz, komm her. Komm her, lass mich dich lieb haben. Hä, das geht wirklich. Man kann es einfach berühren. Das ist ja geil. Das ist sehr geil. Ich meine, wer kann das schon von sich behaupten, sich an einem Herz gerieben zu haben? Was hätten wir hier so bekommen? Goathead und Stuff. Ja. Okay. Egal, geschafft. Ba 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 ba. Unlocked cute baby. Oh, cute. Feed is in a jar. You unlocked challenge 9. Hä? Ach komm. Das war immer noch nicht das 10. Mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Mal. Wir haben 9 Mal Mutters Herz besiegt. Fehlt noch einmal, verdammt. Ja gut, dann müssen wir morgen nochmal einen normalen Typen spielen. Aber wir haben den Winstreak von 4. Das heißt, wenn wir das dann morgen nochmal schaffen, dann haben wir Blue Baby freigeschalten, dann haben wir Challenge 4 freigeschalten und hätten eine neue Winstreak. Das wäre doch mal was Schönes, oder nicht? Gut, dann bedanke ich mich auf jeden Fall erstmal recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. Würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder einschalten würdet oder bei irgendeinem anderen Video. Bis zum nächsten Mal und genießt das Wetter draußen. Was Schwachsinn ist, weil es jetzt ja schon 21 Uhr ist. Ja, tschüss.